Hallo und herzlich willkommen zu King Lukas. Der Entwickler des Spiels hat mir freundlicherweise einen Key zur Verfügung gestellt. Ich habe mich für das Spiel interessiert und wir schauen es uns mal an. Es soll sich um Metroidvania handeln, aber wie das Gameplay genau ist, das weiß ich nicht. Ich weiß auch kaum von diesem Spiel was. Ich habe nur kurz ein paar Sachen überflogen. Aber das können wir ja zusammen rausfinden. Okay, bevor wir anfangen können, sollen wir unseren Avatar konfigurieren. Dann machen wir das mal. Obwohl, das Blasse passt ja schon wunderbar zu mir. Was haben wir denn hier noch so? Kann ich auch mit der Maus ändern. Dann mache ich das mal mit der Maus. Blau. Ah, ich denke... Ja, nehmen wir mal einen Kompromiss. Nehmen wir mal das. Ja, ich habe ein bisschen mehr Augenbrauen. Als ob die so aussehen. Aber... Die gefallen mir am besten. Augen nehmen wir mal. Ja, genau. Zwei schwarze Löcher. Nee, wenn schon, dann was Vernünftiges. Grün nicht unbedingt. Ja, die gefallen mir. Und wie sieht unsere Nase aus? Schweinchennase? Nein. Irgendwas. Nee. Knopfnase. Ich glaube, ja, das gefällt mir am besten. Die Lippen. Vampirzähne. Beziehungsweise Mundwinkel. Ja, ja, genau, geschminkt. Nee. Nein. Ach, das ist alles, weiß ich nicht, ob ich mir... das auf Dauer ansehen möchte. Nehmen wir mal das. Ja. Sieht mit am vernünftigsten aus. Ja, wir wollen so aussehen. Jetzt haben wir unseren Avatar. Dann starten wir mal. Wir haben drei Speicherplätze zur Verfügung. Ich spiele das hier auch mit Gamepad. Weil ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob man das auch mit Tastatur spielen kann, aber ich glaube ja, in den Einstellungen stand was. So, das sind also wir. Mit A können wir zuhauen. Mit X springen. Mit Start haben wir unser Menü. Was haben wir denn hier alles? Map. Oh, das ist eine große Map. Inventory. Haben wir... Was haben wir denn da? Ein Schwert. Ah, okay, da werden auch die Werte angezeigt. Schaden ist hoch. Ausdauer. Verbraucht ist damit jetzt gemeint, dass wir Ausdauer dafür verbrauchen oder ist das die Haltbarkeit? So. Das sind wir. Muss ich mich nochmal an die Knöpfe gewöhnen. Da kam mal was auf Back. Nein. So. Laufen wir mal los. Schauen, wo wir hier landen. Du bist der König. Willkommen im Königreich von Sausan. Wildfremd. Ich glaube, du bist gekommen, um nach meiner Nachfrage von stolzen Ritter nachzukommen, aber immer doch. Ich bin nur gerade hier vorbeigekommen und... Ja, wie ich es sagte.
Ja, die Prinzessin retten, das übliche Spiel. Die Königin hat ihn verlassen. Wieso hat sie dich verlassen? Ich habe nichts gemacht. Ja, ja. Das sagen sie alle. Ich habe nicht gesagt, dass sie etwas getan haben. Und das ist Spanisch? Italienisch? Ich glaube eher Italienisch. Ich möchte nicht darüber sprechen. Willst du meine Tochter finden? Du bekommst von mir eine große Belohnung. Beziehungsweise galante Ritter, der sie findet, bekommt eine großartige Belohnung. Das hört sich sehr viel besser an. Einige Ritter haben sich schon an dieser Aufgabe versucht, aber keiner von ihnen ist lebendig zurückgekommen. Das Schloss von Sausan ist ein gefährlicher Ort. Ich habe Geschichten gehört. Alles, was du gehört hast, ist weit weg von der Realität. Das Schloss ist verhext und die Räume verändern sich stetig. Die Position der Räume verändert sich stetig. Falls du nicht verloren gehen willst, brauchst du die Karte, die ich dir gegeben habe. Danke, Eure Hoheit. Ich bin sicher, es wird mir sehr helfen. Denk dran, mit ihr bist du in der Lage, jederzeit zu schauen, wo du dich im Schloss befindest. Drücke M, um sie aufzurufen. Here I go. Eine letzte Sache noch. Du kannst die Gen-Taste zweimal drücken, dann rennst du. Okay, das sind dann noch so Keyboard-Befehle, Keyboard-Steuerung. Aber ich spiele ja hier mit Gamepad. Denkst du, ich weiß nicht, wie ich mein Schwert benutzen soll? Nur für alle Fälle. Viel Glück, Youngster. Ich werde mit deiner Belohnung hier warten. Okay, das wird wohl der erste Bereich des Schlosses sein. Ein Raum von 24 erkundet. Also jedes Kästchen ist wohl ein Raum. Wenn das die ersten 24 sein soll, wie viel gibt's dann hier insgesamt? So. Ah, da steht's ja. Schlossgröße 1223. Sind das alles Räume? Boah, das kann ja etwas dauern. Leider ruckelt das ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Ich glaube, das liegt an meinem Rechner. Gehen wir einfach mal ins Schloss. Ich kann ja eben noch mal im Menü schauen, ganz fix in die Settings. Grafik. Kann ich hier noch was runterstellen? Stellen wir das mal dahin. Back.
Ein Rechner sollte das aber eigentlich schaffen. Ja, es ist immer noch nicht so. Nochmal kurz gucken. Grafik. Was passiert denn, wenn wir die mal ganz runterstellen? Back. Ich kann... So, hüpfen wir mal. Da war die dicke Spinne erledigt. Was bist du denn für einer? Nein. Falscher Knopf. Fledermaus erledigen. Aber ich verstehe nicht, warum das... Das müsste eigentlich flüssig laufen. So, wer bist du? Ich werde vor dem nächsten Part nochmal schauen, ob ich da was geändert bekomme. Kann ich mit dir reden? Ja, Tatsache. Das ist der Schmied. Hi, Youngster. Es ist lange her, bis der letzte gut aussehende Ritter hier zu mir kam. Danke für das Kompliment, Mr. Schmied. Suchst du nach Waffen? Die wurden gerade erst gefertigt. Das Metall ist still, ist noch immer heiß. Ein größeres Schwert wäre super. Ja, große Schwerter sind immer super. Ah, da können wir uns seinen Shop ansehen. Nette Animation. Wir haben 100 Gold. Dann sage ich mal... Kriegsaxt. Das können wir uns ja alles noch gar nicht leisten. Wir können uns ein Schild kaufen. Größeres Schwert wäre super. Ja, dann... Ich denke mal, das ist zwar ein bisschen langsamer, aber macht auch mehr Schaden. Kaufen wir mal das Schwert. So. Im Inventar können wir uns die Waffen ansehen. Mit I können wir das Inventar aufrufen. Sei vorsichtig, sie sind sehr scharf. So, aber das Inventar können wir auch über die Start-Taste aufrufen. So. Wir haben drei Schlüssel, wofür die auch immer sein mögen. Ich verstehe jetzt nicht so ganz noch nicht. Das sind drei Slots oder wie? Wenn ich jetzt Equip drücke, dann haben wir das ausgerüstet. Basic. Wir haben Dolch. Einen ganz einfachen Dolch und ein Schwert. Okay, wir können Items löschen. Weiß ich jetzt gar nicht. Können wir die auch verkaufen? So. Hüpfen wir mal weiter. Gespenst. Beziehungsweise Geist. Okay, hier bekommen wir eine Münze für. Noch eine Münze. Ich glaube, oben ging es immer weiter, von der Karte her betrachtet. Ja, ich glaube, dann laufen wir erstmal unten alles ab. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Da ist so eine olle Spinne. Okay, die stirbt zwar, aber die lässt nichts liegen. Gehen wir mal runter. Oh, wo sind wir denn hier? Okay. Gehen wir mal nicht runter. Gehen wir mal wieder hoch.
Ganz schön stachelig da unten. Das sieht schon. Ist das ein neuer Bereich? Also weil es thematisch anders aussieht? Könnte sein. Gehen wir doch mal nach oben. Wenn wir schon hier sind. Wo kommen wir denn da hin? Ist auch ein anderer Bereich. Na dann. Ja, Laufentaste doppelt drücken, das ist halt noch so ein bisschen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Momentan hat sich's ja scheinbar auch mit dem. Läuft es ja auch wieder flüssig. Also, bevor wir hier weitermachen, sage ich mal, bisher macht es schon echt Spaß. Also, ist zwar noch nicht allzu viel passiert, aber so das ganze Setting. Das erinnert mich an Rogue Legacy. Nette spielt auf sein Schwert E-Gitarre. Nette Animation. Also bis jetzt, ja, doch. Ich hoffe nur, es bleibt dann auch weiterhin so flüssig. Und dann mal sehen, wo ich beim Speichern dann beim nächsten Mal rauskomme. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Folge. Bis bald!